Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Gothic 3. Mein Name ist Beton Flo und die folgenden Szenen stammen alle aus einem Livestream. Ich wünsche euch viel Spaß, lehnt euch zurück, chillt eure Nuggets und genießt die entspannende Gothic 3 Atmosphäre. Haut da rein. So, weiter geht's, liebe Freunde. So, wir sind zurück bei Gothic 3. Weiter geht's hier. So, wir wollen jetzt nämlich in die Wüste. Wir haben zwar jetzt hier Nordwar freigeschaltet, aber ich glaube, das ist eher das Endgebiet. Meine ich zu wissen. Ganz sicher bin ich mir aber auch nicht. Aber ich glaub's. Deswegen machen wir uns jetzt auf in die Wüste. So, wir gucken nochmal hier. Hatte ich jetzt hier noch irgendwelche Quests, die ich abgeben kann? Wolfsfelle für Knarr, die Burg von Farben. Oh. Hokos Höhle. Neben dem Turm oberhalb des Dorfes ist ein kleines verwildertes Tal. Oberhalb des Dorfes ist ein kleines verwildertes Tal. Warte mal, das können wir mal noch machen. So ein bisschen mal suchen. Oberhalb des Dorfes ist ein kleines neben dem Turm. Ist das vielleicht hier? Ich so hochlaufe. Hui. Hui. Ich bin mir nicht sicher. Also nicht, dass ich jetzt hier wieder... Ich hab ja hier gedacht, das sieht verwildert aus. Ob es das ist, weiß ich nicht. Gucken einfach mal. Doch, guck mal, hier ist doch eine Höhle. Tada, gefunden. So, dann gehen wir mal hier. Ach, hier war ich doch schon mal drin. Habe ich ja schon die paar Goblins hier umgehauen. Na, haben wir die den Rest auch noch um. Easy going, würde ich sagen. Dann schenkt ihr uns ein bisschen Erz. Super geil. Weiß nicht, was ich damit machen soll, damit könnte ich wahrscheinlich schmieden, aber. So, du geiler Koppel. Jetzt gibt's erstmal hier einen fetten Pfeil in den Brustkorb. What? Okay, das sind ziemlich viele. Und her, ihr Mist. Dicken Mist. Boah, ihr seid so hässlich, Alter. Und ihr trefft mich auch noch. Ich knatsche hier einfach nur durch, ey. Das ist immer was schlimm. Ey, die sind so lästig, Junge. Oh, das war's schon. Hm, easy going, würde ich sagen. Das hätte der Typ doch locker alleine geschafft, ey. Nicht mal eine Kiste? What? Willst du mit... Wo ist denn jetzt? Was war denn da jetzt los? Okay, da war irgendwie ein bisschen komisch. Na okay, wir haben es geschafft. Egal, gut. Da können wir schon wieder rausgehen. Das war ja ziemlich einfach. Das war so einfach. Das war einfach zu einfach. Oh, was ist denn hier passiert? So. Dann geben wir mal eben die Quest ab und dann gehen wir in die Wüste. Falls ich nicht doch noch was Kleines zu tun finde. Ah, ich habe jetzt auch keine Lust, diese Wolfspelze da zu besorgen. Das kann ich natürlich selber machen, ey. Das scheiße ich drauf. Ich will eh nicht zu seinem König. Kacke ich auf den Jazz-Ruf. Um zu dem König zu kommen, bräuchte ich 75 Ruf bei den Orks, aber I don't care, man. Ich bin hier Rebell, ey. Die gute Seite der Macht. Ich jetzt mal so behaupten. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Bla bla bla. Und es kommt noch schlimmer. Kommen die zwei Typen da, die bringen wir noch gar nicht, oder? Die werden noch gar nicht mit mir mitgehen. Ach, hier ist der Rocco. Hi. Die Höhle ist frei. Die Höhle ist frei. Da kann der das waren nur ein paar Gobos. Schatz suchen gehen. Gut, ich mache mich sofort auf den Weg. Hier ist dein Erz. Wuhu. Einmal Erz erhalten, sehr geil. So, jetzt ist natürlich, weiß ich überhaupt nicht, wie ich überhaupt in die Wüste komme. Wo der Weg dahin ist, ne? Da weiß ich überhaupt nicht. Wir sind ja jetzt hier, hier geht's nach Nordmar. Wir müssen irgendwie hier hin. Und das sieht mir aus, als müsste ich da hier lang irgendwie laufen. Ursprünglich bin ich von dort gekommen. Also reisen wir mal zur Mühle. Ich bin halt kein alter Gothic-Veteran. Ich bin hier. Ich habe sogar zwei davon. Okay. Wo ist denn der? Ach, das ist er doch. Ach, bin ich blöd? Buh.
Hui. So, sind wir in Montera. Den Montera speichern wir erstmal. Wir speichern halt mal ziemlich oft, damit wir, falls mal irgendwas schief geht, man weiß ja nie, ne? Tada. So. So, wie komme ich jetzt dahin? Ich denke mal dort lang. Da, wo. Da bin ich ja noch nie lang gegangen, oder? Warte mal, hier den Weg hier. Ach, guck mal, hier ist der Boy. Der steht ja immer noch hier rum. Da kommt Help Commander. Steht jetzt immer noch rum. Den habe ich gebraucht, um Montera zu befreien, weil mir haben zwei Punkte, Rufpunkte gefehlt. Die konnte ich nicht mehr kriegen, weil der Quest verbuggt war. Deswegen musste ich den per Konsole rufen und da konnte ich mir ein bisschen Ruf geben lassen, damit ich die Stadt säubern konnte und weitermachen konnte. Beziehungsweise die Nebenquest halt abschließen konnte. Okay, ich denke mal, das ist hier der Weg. Wow, 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 wo kommst du her? Ein fettes Wildschwein. Meine Fresse. Ist das dein Ernst? Willst du dich wirklich mit mir anlegen, Alter? Das war die falsche Entscheidung, ey. Aber ich hoffe jetzt mal sehr, dass ich wirklich den richtigen Weg gehe. Ah, ich meine, das ist der Weg, weil ich bin hier noch nie lang gegangen, wie ich gerade schon dreimal erzählt habe. Warte mal, wo geht's denn da hin? Hui, keine Ahnung. Nee, ich gehe mal hier lang. Oh, hier ist irgendwas. Och, Edino. Jurassic Park is alive. Halt die Klappe. Schrei mich nicht an. Ich hab gesagt, schrei mich nicht an. Ich hab's dir dreimal gesagt. Und du hast mich immer noch angeschrien. Mein Gott, Junge, hör doch mal auf mich. Ah, das sieht gut aus hier. Geil. Wir entdecken neue Lande, ey. Hier war ich noch gar nicht. Hui, Freundsprung. Sieht so geil aus, wie der springt, ey. Er fliegt halt, würde ich sagen. Hallo, Navas. Nice game. Yeah, it's awesome game. Are you German? Or not? My friend. Denn ich spreche eigentlich Deutsch. So. YouTube nicht wundern, ja, ich streame das Ganze hier. Oh, Lack of Doom. Meine Fresse. Was ist denn jetzt los hier? Lädt die ganze Spielwelt erstmal. Stop! Ben! Noch so ein Söldner. Moin, Ben! Bist du auch gekommen, uns Ärger zu machen? Verschwinde, wir haben schon genug zu tun. Thanks for the follow! Bleib mal locker, Bürschchen. Bleib mal locker, Bürschchen, sonst wirst du mich mal kennenlernen. Na komm doch, vor dir habe ich keine Angst. Ah, cool, danke, super. So, du kleiner Hosenscheißer. Gehst mal besser wieder an deine Arbeit. Entspann dich, ich bin nicht gekommen, um die Ärger zu machen, Bürschchen. Oh. Entspann dich. Wir bleiben ich bin mal nicht ganz gekommen, um dir Ärger zu machen, ne? Bürschchen. Das will ich dir auch geraten haben. Ach was. So, ein Knecht wie du sollte den Mund nicht so voll nehmen. Ein Knecht wie du sollte den Mund nicht so voll nehmen. Knecht? Ich bin kein Knecht. Ich kenne einflussreiche Leute. Oh. Wen denn? Die Kuh hier neben dir oder was? Wen? Die Orks bei der Ausgrabung am Tempel im Süden zum Beispiel. Die gibt's nicht mehr, du Affe. Wen genau? Den Aufseher. Ja genau, den Aufseher dort. Wie heißt der? Das weiß ich doch nicht mehr. Die Orks sehen doch alle gleich aus. Ich glaub dir kein Wort. Wirklich? Ich hab für die Orks am Tempel gearbeitet. Irgendwo da drüben muss sogar noch meine alte Schaufel rumliegen. Ach was. Sieh doch nach, wenn du mir nicht glaubst. Und was habe ich davon, wenn ich deine alte, gammelige Schaufel finde? Wenn du mir meine Schaufel wiederbringst, dann verrate ich dir, wie du an viel Gold kommen kannst. Ach was, das wird ja immer besser. Hey, ich mag vielleicht ein Hitzkopf sein, aber ich bin kein Lügner, klar? Wir werden sehen. Absolut nicht, ne? Ben, der Knecht sucht seine Schaufel. Was ist das für ein Quatsch, Alter? Soll ich jetzt hier losgehen, den seine Schaufel suchen oder was, ey? Hab den ersten Teil gespielt. Ich hab noch nie Teil 1 und 2 gespielt, ey. Teil 3 ist der erste, den ich zocke. Also ich hab das früher schon mal als Kind gespielt, aber da war alles verbuggt. Du bist bestimmt und ich dachte, gekommen, ja, um die Pacht einzufordern, und oder? So, und hatte keine Ahnung, ich kann sie dir nicht zahlen. Und dann war ich bis in die Wüste und dann ging sie weiter, weil die Quest verbuggt war. Und dann ach, verdammt. Hab ich nie weitergespielt. Siehst du, da sind sie schon wieder. Das ist doch so ein Mistvieh! Deswegen habe ich mir gedacht, so, weil das eigentlich ein richtig geiles Game ist, ich muss das jetzt unbedingt mal wieder zocken. Beziehungsweise ich muss es endlich mal durchspielen. Weil das ist so eins der Spiele für mich, die muss man mal gespielt haben, finde ich. Mann, geh doch mal weg und hör auf, den hier wegzuboxen. Ich will doch umklatschen. Mann, du Affe, mit deinen hässlichen Fäusten. Oh ja, stirb auch noch, ey. Geh weg. Ja, aua! Ach du Arschloch, jetzt haut mich wegen dir der Kopf. Gar nicht mal so schlecht. Ist Schluss, du Affe!
Haut mich so ein dreckiger Sklave, ey. Was will der denn? Bleib stehen! Aber bist denn du behindert, Alter? Auf dem Arsch, ey. Hätte der irgendeine Chance gegen mich wieder? Das ist so ein Typ mit einer fetten Rüstung, ein Schild. Warum Kevin? Ach, hört doch mal auf, du dummer Sklave. Ey, wegen dir verreck ich gar nicht mal so schlecht. Weil der immer Auto angreift, Typen. Was macht denn der jetzt? Leute, ist der behindert? Alter, bist du behindert, du Wurst, Alter, du Lauch. Ich hau dich weg. Gold. Wie praktisch. Will der mich verarschen, Alter? Ey, so ein Dreckshuren, ey. Der hat mich voll verarscht, der Typ, ey. Hab's nur 12 gespielt, aber ist schwer. Ja, so ungefähr. So mit 10 oder so, ich weiß nicht mehr. Hab ich's auch das erste Mal gespielt, ey. Oh, ey. Ben der Wichser, ey. So wird das Video heißen, Alter. Ben der Wichser. Richtiger Knecht, ey. Warum greift der mich an, ey? Ja, ja, ich weiß. Also es gibt Wüste und hier Nordmar. Das Eisgebiet. Und ich kann schon nach Nordmar gehen, aber ich glaube, Nordmar ist das Endgebiet. Deswegen gehen wir erstmal in die Wüste runter. Ah, jetzt muss ich nochmal lang rennen. Ich hasse dich. Mann, ey. Jetzt renne ich den ganzen Scheiß wegen nochmal wegen dem Affenarsch. Grüß dich, Commander. Oh, Mann, ey. Eigentlich müsste ich halt 1 und 2 auch noch spielen. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll, ey. Riesen will ich auch noch spielen. Weil Gothic 4 war ja totaler Mist, aber Riesen 1 soll ja der eigentliche, man sagt so, ist der eigentliche Nachfolger. Weil das ist ja auch noch von Piranha, glaube. Ach komm her jetzt. Knäschel dich weg, Junge! Halt den Rand. Bist schon tot. Hast nichts mehr zu sagen. Ey, dieser Ben, gell, ist ein Knecht, Junge. Ich. Was, ich hab 200 Ausdauertränke? Na, da trinke ich doch mal einen. Hui! 199, wenn ich so viele Heiltränke hätte. Aber wir sind ja ganz andere Viecher. Boah, Alter, voll in den Baum. Da warst du tot, hä? Hast du dumm geguckt? Spiel mal Skyrim. Tut mir leid, Skyrim habe ich schon durchgespielt. Genauso wie Oblivion. Alles schon durchgespielt. Das werde ich nicht nochmal anfassen. Weil das sind Spiele, da investierst du so viel Zeit und das reicht mir, wenn ich das einmal durchgespielt habe. Hab da alles gemacht. Alle Quests, alle Hauptquests, alle Nebenquests. Oblivion habe ich sogar mehr Zeit investiert als in Skyrim. Weil bei Oblivion habe ich nach 200 Stunden... war ich auf einmal so ein Vampir und dann könnte ich noch am Tag rennen und ich habe nicht rausgefunden damals, wie ich es hinkriege, wieder normal zu werden. Naja, und dann habe ich nochmal komplett von vorne angefangen, habe dann nochmal 300 Stunden gezockt, alle Nebenquests gemacht, alle Hauptquests hier, alle Gilden und so. Skyrim habe ich nicht ganz so viel Zeit investiert, muss ich zugeben. War bei mir auch die Hauptquest verbuggt, da habe ich es dann auch erstmal ewig nicht angerührt, dann habe ich irgendwann nochmal angefangen. Ach, Skyrim Online. Nee, das gefällt mir nicht. Das ist nichts für mich. Die Elder Scrolls Online ist nicht mein Ding. Ist nicht cool. Ich mag da lieber die normalen Teile. Weil das ist irgendwie so, ach, keine Ahnung, ich finde, das hat irgendwie teilweise. Es spielt zwar in dieser Welt und so, aber das Gameplay ist irgendwie nicht so, wie ich es mir vorgestellt hätte. Oh, was geht denn jetzt hier? Oh, lauf und Sprung. Na, bitte. So, den schicke ich jetzt mal ganz schnell weg. Bleib noch. Der, ach, das haben wir ja alles jetzt gerade schon gehört. Wie das dir? Ich glaube, der kann wohl. Ach, sieh doch. Schönes Gespräch, oder? Und, ach, wir. Junge, diesmal hau ich die alle sowas von weg. Wenn mir einer dumm kommt. Du bist bestimmt. Ich. Na. Schon wieder eins von diesen Viechern. Da! Da! Ich halt echt aufpassen, dass wir die Sklaven nicht schlagen, aber das ist. Weil der greift alles automatisch an. Also der zielt da drauf. Ey, jetzt verrecke ich schon wieder fast. Das gibt's nicht, ey. Diese Drecksgoblins, Mann.
Geht doch mal weg und lasst mich das mal machen hier. Ich will nicht schon wieder einen von denen schlagen, gell? So, das war's mit dir, du Mist. Easy peasy, so diesmal hat's geklappt. Diese dreckigen Diebe stehlen mir mein ganzes Hab und Gut. Was online alles, was man haben kann. Okay, das ist... Einige Dinge werden sich niemals ändern. Was ist mit deiner Pacht? Meine Pacht, die ich Andreas zahlen wollte, wurde mir gestohlen. Diese dreckigen kleinen Mistkerle. Das kann ja schon groß passieren. Woher kommen diese diebischen Goblins? Sie kommen immer wieder aus dem Norden hierher auf meinen Hof und klauen, was das Zeug hält. Irgendwo entlang des Flusses muss ein Nest sein. Ich wünschte, jemand würde da mal ordentlich aufräumen. Mache ich. Könnte ich hier endlich in Ruhe meine Arbeit machen. Mach doch alles, Junge. Erik. Der Erik. Erik. Zeig mir deine Ware. Erik. Was ist eigentlich mit Erik? Irgendwann ist auch das vorbei. Erik hat heute keine Zeit für mich. Desolation Zock. Ich denke darüber nach. So. Ist doch egal. Interessiert eh kein Schwein. So, hier. Einige Dinge werden sich oh, ich hab das Schwein ändern. Gekillt, Alter. Ich bin so ein Mörder. Und das Huhn habe ich auch weggeknallt. Ist das dein Ernst? Oh Gott. Armes Schweinchen. Ist auch eine dicke Sau, ey. Das kann denn schon groß wo passieren. Wo ist der verfickte Ben? Den muss ich jetzt mal screenshotten, ey. Wenn er so weitermacht, wird es niemals. Junge, Ben. Das ist ein richtiger Sack. Und noch schlimmer. Ben, der Knecht. Hört bloß auf mit der Scheiße. So, na dann gehen wir mal weiter. Wir wollen ja in die Wüste. Ich weiß nicht, ob das hier der richtige Weg ist. Ich hoffe es einfach mal. Ach, das habe ich auch schon 10 Mal erzählt, ne? Ich sag's immer wieder. Mein Gott, was ist denn nur los, ey? Ich werd alt. Oh, jetzt kommt schon wieder so ein Schweinchen. Ja, lass mich in Ruhe. Ich glaube, ich brauche mein Leben, ey. Muss mal demnächst auch meinen Lebenskill machen, weil man weiß gar nicht, was man zuerst skillen soll, ey. Vor allem muss ich mir auch mal ein paar Heiltränke brauen aus Heilpflanzen. Das geht ja gar nicht, ey. Ich hab kaum was. Hat man nur 8 Stück, oder? 8? Ja. Wieder so ein dreckiger Goblin. Hau doch ab, Mann. Lass mich in Ruhe. Ja, dein Knüppel nehme ich mal mit. Brauche ich zwar nicht, aber... Oh, hier. The Ripper, Alter. Was? Kein Hit. Oh, das sind ja gleich 3. Ein paar Monster, Alter. Guckst du dir an. Die fressen. Die sehen aber cool aus, ey. Die sehen aus wie eine Mischung aus Schwein. Großes Nashorn. Also so muskulös und... Boah, wie was noch? Löwe, Tiger, irgendwie so. Die haben eine Schnauze dran. Oder vergammelter Wolf oder so. Aber mit mir nicht, ey. Mit mir nicht, Junge. Ich bin Großwildjäger. Meisterschütze. Mir könnt ihr es nicht aufnehmen, ihr Mistviecher. Kein Problem für mich hier, Alter. Komm mich an, Junge, mit meinem Bogen. Sind denn jetzt hier schon wieder Wölfe? Ist alles so verwuchert, ey. Ich sehe überhaupt nicht. Hey, hier. Ich höre sie. Oh, ich da drüben sind die Kackwölfe, ey. So eine Schatztruhe gibt. Oh ja, hier steht sie. Genau vor meinen Ohren, gell? Zack, eingepackt hier. Ach, da, guck mal. Die machen wir nackig jetzt. Komm. Wir sind auf Kampf aus. Oh, ich hab getroffen. Wow! Musst du ein Schwert greifen, nimm das Schwert. Ah, oh, Mann, die sind so unter mir. Dann ja! Mit Schild geht besser, wenn man so angreift. Irgendwann komm ich. Komm, bleib stehen. Komm, ja! Ja! Und tschüss. Hasta la vista, Baby. Und die machen dann so. Da kriegt man voll Mitleid, ey. Denkst du so, oh Mann, warum hab ich hier auch einen Wolf getötet? Das ist eigentlich so schön. Wölfe sind wirklich schöne Tiere, ey. Vor allem, wie heißen die? Wenn ich nicht drauf komme, erzähle ich es einfach nicht. Wölfe sind schöne Tiere, so belassen wir es dabei. Ach, guck mal, da geht's rüber. Das ist doch eine Stadt. Guck mal, hier ist noch ein Wolf.
Thüringen wurden ja auch wieder Wölfe gesehen. Ey, hallo. Wo? Ja, war nur der. Ach, da steht die Truhe. Und eine Blutfliege. Ach, das sind hässliche Viecher. Da müssen wir kein Mitleid haben. Hasta la vista, du Mistvieh. Du verbreitest doch eh nur Krankheiten. Oh. Uah, wie eklig mit seinem riesen Penis. Guckt's da hier angeflogen, ey. Hallo? Schöne Waldbären. Hm. Huskies. Nee, ich meine nicht Huskies. Ah, ich meine diese hier, diese... Ach, ich meine was ganz anderes. Hier aus König der Löwen, da gibt's doch diese bösen Viecher da, diese ekligen, die Aasfresser hier, wie hießen die denn? Ich komme nicht drauf. Das sind ganz intelligente Tiere. Eigentlich. Wie heißen die denn? Ich komme bald echt nicht drauf, weil ich hier in dem Backoffic spiele, das Problem. Schon wieder Orks, ey. Nur Orksstädte hier. Wo du hinkommst, Orks. Gelangweilte Torwache. Weitergehen, Morra! Wer hat hier das Sagen? Herr dieser Burg ist Wack. Aber wenn du mit jemandem Verantwortlichen hier sprechen willst, dann gehst du wohl besser zum Torus. Er ist ein Morra wie du. Er steht meistens an der Brücke zum Südtor von Trelis. Also am Tor auf der anderen Seite des Grabens hier. Er kümmert sich schon um dich. Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Kann ich hier nicht reingehen, oder was? Warte mal, ich will speichern. Hyänen, genau, Hyänen. Da habe ich nämlich mal so eine richtig krasse Reportage gesehen. Im Fernsehen, da hat ein Mann es geschafft, sich in das Hyänenrudel einzugliedern. Also die Hyänen haben dann gedacht, dass er auch eine Hyäne ist oder so. Auf jeden Fall war der dann ein Mitglied. Und er hat halt gelernt, mit den Tieren zu sprechen und so, also mit denen zu kommunizieren. Nicht zu sprechen, aber zu kommunizieren. Und die Tiere, die waren ganz zahm zu denen. Und ja, gut, außer wenn sie spielen oder so, dann hat er sich schon mal dabei verletzt und halt, alles. Mara. Hast du Heiltränke cool, bei dir? Ich brauche Heiltränke. Gib mir alle, die du bei dir hast, sonst gibt's Haue. Verstanden? Spinnt der. Vergiss es, du bekommst gar nichts von mir. Das wollen wir doch gleich mal sehen, Mara. Ich hack dich in Stücke. Wie sie alle kommen, gell? Da sind Blüten! Dieser Krank meint, er könnte mich platt machen. In den Staub mit ihm! Mach dich nicht verschwinde! Mach ihr keinen Ärger, klar? Ich will mich doch nicht auf die Bank setzen, ich will den Typen looten, ey. Das werde ich nicht weiter dulden. Hat zwar nicht viel, aber. Halt doch dein Maul. Ich hab selber kaum Heiltränke. Er hat gerade gesagt, halt doch dein Maul. Das ist deine Ehre, du musst entscheiden. Ach, halt, halt! Keinen Schritt weiter! Was wartest du denn? Wessen Gebäude ist das hier? Der Kriegsrat von unserem Herrn! Wack wird hier abgehalten. Mal bist du dran. Morra! Eberfeste drauf. Das ist meine Meinung dazu. Hier hast du einen Heiltrank. Warum nicht gleich so? Ja, Level up. Aber das ist immer noch zu wenig. Wir brauchen mehr davon. Du weißt genau, ja, woher unsere Probleme kommen. Das ist eben so. Warum habt ihr Krieger so wenig Heiltränke? Zeig mir. Hallo, der Morra, Avogadro, war unser Alchemist. Doch seit ein paar Tagen ist er verschwunden. Hat sich aus dem Staub gemacht. Das Aas. Keine Ahnung, wo er abgeblieben ist. Aber es wäre besser für ihn, wenn er seinen Arsch wieder ins Labor bewegt. Ich werde Avogadro für dich finden. Nicht nur finden, Morra. Herbringen wirst du ihn. Nicht nur finden, sondern herbringen, Eier. Die geben auf den Keks, dieses unfreundliche Pack, ey. Immer feste drauf. Den Anstand haben die, warte mal, den Anstand haben. Hab ich schon mit dem geredet? Sag mir nur, was du brauchst und dann geh wieder. Ich bin beschäftigt.
Ich denke da genau. Du weißt genau, woher ich brauche Waffen. Kommen. Da habe ich einiges für einen Käfer für dich. Weiße Tiger, ja. Das ist die in der Zeit, die er sich alle. Zeig mir deine Ware. Sind die nicht schon ausgestorben? Ich nicht weiter dulden. Alter, die haben alle so wenig Gold, Mann. Soll mich das jetzt beeindrucken? Zu hart durchgreifen. Halt! Keinen Schritt weiter! Ja, ich hab's doch verstanden. Nein! Wir wissen nicht, ob wir dir für mich das jetzt beeindruckt entscheiden. Ich will eh nicht in die Bude rein. Halt doch dein Maul. Halt doch dein Maul. Wie die reden. Oh, hier gibt's auch viele Pulse, geil. Hier steht was über Alchemie. Yay! Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder Lernpunkte, also wir können weiter lernen gehen. Aber einige unter den Nomaden wollten Innos nicht folgen. Und das Volk der Nomaden ward gespalten. Und die Innos folgten, errichteten große Tempel und wurden das Volk von Varant. Und das Zepter war ihr Zeichen der Herrschaft. Sehr schön, altes Wissen, hier steht nichts drin. Das kenne ich schon. Merken, dass ich nicht am Pulte muss. Nur am Buchständer. Am Pult lernt man nichts. Also wir suchen jetzt einfach hier alles ab, ob wir hier noch irgendwelche Quests kriegen, nämlich. Falls wir irgendwie unterwegs sind und wenn wir die Quests erledigen, weil Erfahrungspunkte können wir immer gebrauchen. Konrad Adenauer. Schau mich nicht so an. Ich weiß selbst, dass ich hier eigentlich nichts verloren habe. Aber du bist doch aber ein hübscher Junge. Du arbeitest für die Orks? Ja, okay, der hat eine Paladin-Rüstung. Wer soll ich mich etwa in den Höhlen verkriechen wie die Rebellen? Ja, ich bin stark und will mich nicht verstecken. Verstehst du? Du bist ein Paladin. Ich war es einmal. Bis wir den Krieg und unsere Runenmagie verloren haben. Heute bin ich nur noch ein Schatten der Vergangenheit. Daran werden auch die großen Pläne der Feuermagier nichts ändern. Du kämpfst gegen dein eigenes Volk. Innos hat uns alle verlassen. Mit der Runenmagie ging auch mein Glaube. Ich werde erst wieder mein Schwert gegen die Unterdrücker erheben, wenn Innos mir die Magie zurückgibt. Innos! Gib mir Kraft. Der Paladin kann aber seine Magie zurück. Von welchen großen Plänen der Feuermagier sprichst du? Einige Magier in Nordmar glauben, einen Weg gefunden zu haben, uns unsere Magie wiederzugeben. Dazu suchen sie diese alten Feuerkelche und lassen sie sich in ihr Kloster bringen. Was weißt du noch von den Feuerkelchen? Gar nichts. Nur, wo sich einer von ihnen befindet. Und wo? In meiner Tasche. Echt jetzt? Ich habe ihn in dem Gerümpel der vertriebenen Soldaten dieser Burg gefunden. Habe ich schon 3 oder 4. Gib mir den Feuerkelch. Um damit was zu tun? Das, wozu du scheinbar nicht in der Lage bist. Gute Antwort, ne? In Ordnung. So einfach geht das. Nimm das Ding. Wer weiß, vielleicht bringt es ja was, wenn du ihn den Feuermagiern in Nordmar bringst. Aber das ist ja schon mal cool. Eigentlich müsste ich vielleicht auch mal nach Nordmar gehen und wenigstens die Feuerkelche schon mal filmen, die ich habe. Vielleicht kriege ich da irgendwas Gutes für oder Erfahrungspunkte wahrscheinlich. Gib Acht auf das, was du hier anfasst, Fremder. Arr. Nur wenn du Geld hast, werde ich dich in meinem Haus dulden. Ich hoffe, wir verstehen uns. Ich hab Geld ohne Ende, ist kein Problem. Wer bist du? Ich bin direkter Abgesandter Varants. Mein Name ist Kabir. Kabir. Ich handle mit seltenen Kostbarkeiten der Wüste. Wenn du es dir leisten kannst, mache ich aus dir einen mächtigen Mann. Ist dein Geldbeutel leer, ist es besser, du verschwendest nicht meine Zeit. Jeder Segen, komm, der Synchronsprecher, aber auch jeder Fluch hat seinen Preis. Der seine ganze Zeit seine Stimme so. Du bist doch nicht nur Händler. Richtig erkannt. Die Orks durchsuchen das ganze Land nach Relikten des alten Volkes. Wir gewähren den Orks freien Zugang zu allen Teilen Varants und unterstützen sie bei ihren Ausgrabungen. Ich kümmere mich darum, dass die Orks ihren Teil der Abmachung einhalten. Welche Abmachung habt ihr Assassinen mit den Orks? Wir unterstützen die Orks und sie bezahlen uns dafür. So einfach ist das. Jedoch ist Vak schon seit einigen Tagen mit seinen Zahlungen im Rückstand. Ich kann nicht behaupten, dass ich sonderlich erbaut darüber wäre. Keine Kohle mehr, der Junge, hä? Wie viel Gold schuldet Vak dir noch? Eine unvorstellbare Menge Geld, Fremder. Sollte Vak das Geld nicht bald bezahlen, werden wir die Tore Varants für die Orks schließen. So lange, bis die Orks ihre Schulden beglichen haben.
klingt doch super, Alter. Erzähl mir mehr über die Relikte des alten Volkes. Kämpft lieber für die Rebellen. Die Orks sammeln alles, was sie an Artefakten und alten Schriften finden können. Doch ihr größtes Interesse gilt den göttlichen Artefakten. Es heißt, dass das alte Volk einige davon besessen hat. Daher lassen sie die Menschen in den alten Tempeln graben, um sie zu finden. Was weißt du über die göttlichen Artefakte? Ich bin ein Geschäftsmann, kein Gelehrter. Die Geheimnisse dieser seltenen Reliquien ist den weltlichen Menschen bisher noch verborgen geblieben. Angeblich sollen sie in der Hand eines Auserwählten der Götter unvorstellbar mächtig sein. Wer weiß das schon? Welche göttlichen Artefakte haben die Orks schon gefunden? Im östlichen Tempel von Trelis gab es angeblich ein solches Artefakt. Gab? Es ist nicht mehr dort. Was macht dich da so sicher? Ganz einfach. Ich weiß, wo es ist. Tatsächlich. Wo befindet sich das göttliche Artefakt aus dem östlichen Tempel? Der Preis für diese Antwort übersteigt die Fähigkeiten deines Geldbeutels, fürchte ich. Denkst du? Was muss ich tun, damit du mir sagst, wie ich in das göttliche Artefakt komme? Ich mach dir einen Vorschlag, Fremder. Du sorgst dafür, dass Wack seinen Teil der Abmachung einhält und ich helfe dir weiter. Ich finde, das ist fair. Wenn du das sagst. Ich will mir doch den Ruf hier gaunern. Zeig mir deine Ware. Der hat mal ein bisschen Geld, ey. Können wir den Mist hier verkaufen? Ja. Was hat denn der so? Echte Assassinenrüstung, Assassinenrüstung. Resistenz gegen Hitze. Das werde ich dir erst verkaufen, wenn du deinen Wert bewiesen hast. Die kann ich mir kaufen. Das werde ich dir erst verkaufen, wenn du deinen Wert bewiesen hast. Wahrscheinlich, ne, wenn ich in die Wüste gehe. Müssen wir auf 6.000. Das kriegen wir doch hin. Oh, 10.000. Das ist ein bisschen zu viel. Wir müssen das schon ein bisschen hier ausgleichen. 5.000, was haben wir denn hier eigentlich? Assassinenschwert brauche ich nicht. Orktöter brauchen wir auch nicht. Was habe ich jetzt verkauft? Oh. Die dreckigen Knüppel. Ja, komm. Oh, hier. Gutes Geschäft gemacht. Schließen. Danke! Mein Guter. Auch nur ein blöder Pult. So, na gut, also es scheint hier wirklich ein wichtiges Artefakt zu geben, was wir wirklich, wirklich, wirklich unbedingt brauchen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen was machen. Halt so nebenher. Gibt's noch ein paar Quests? Oben sind auch noch ein paar Typen. Die Hand, die sie füttert. Das sind wahrscheinlich nur normale Krieger, ne? Aber wir sind mal ein bisschen neugierig. Können wir mal hier gucken. Ah, gut, jetzt haben wir echt nichts mehr. Muss doch nicht schnellgierig sein. Okay, ich nehme alles zurück. Du solltest meinen Herrn wieder als ob wir nicht schon genug Moras hätten. Es war Karls Wille. Gut, dann werden wir erstmal jetzt speichern. Speichern ist immer wichtig, ne? Das darf man nicht vergessen, nicht, dass wir irgendwo mal verrecken und dann hängen wir wieder sonst wo. Autosave gibt's hier ja nicht. Unbedingt. Wow, 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 wow. Schrei mich nicht an. So, okay, ein kleines Örtchen, nee, da war ich ja gerade drin. Das ist dann, wir müssen den Oh, hier geht er auch noch runter. Oh, weg hier, Morro. Ist ja gut, ist ja gut. Mach endlich, dass du hörst! Mach, dass du Eindringling! Okay, das ist die Schatzkammer wahrscheinlich. Da sollte ich lieber nicht reingehen, ey. Ein Glück, dass ich gerade gespeichert habe. Mann, das war Instinkt pur, ey. Purer Instinkt war das für mir. Glanzleistung.